Wenn du als Tochter in einer Familie groß geworden bist, wo mütterlicher Narzissmus dominiert hat, glaubst du auch noch im Erwachsenenalter immer ein braves Mädchen sein zu müssen, weil du hast den Eindruck, dass wenn du so bist, wie du bist, nicht ausreichend zu sein, nicht liebenswert zu sein. Du glaubst immer etwas dafür tun zu müssen. Du glaubst, dich extremst ins Zeug schmeißen zu müssen. Und das ist einer der schädlichsten Spätfolgen für Töchter von narzisstischen Müttern. Wie du dich aber aus dieser schädlichen Dynamik befreien kannst und deinen eigenen Selbstwert entwickeln kannst und auch dein wahres Ich oder wie du auch die unterschiedlichen Gesichter und ihre Spätfolgen vom mütterlichen Narzissmus erkennen kannst, wird Inhalt dieses Videos sein. Mein Name ist Beth Anthony, ich bin Hypnosetherapeutin seit vielen Jahren und begleite Menschen dabei, ein glückliches, zufriedenes, selbstbestimmtes, gesundes, aber vor allem ein suchtfreies Leben zu führen. Wie gewohnt in meinen Videos möchte ich ganz kurz ein Inhaltsverzeichnis mitgeben, dass du weißt, was alles in diesem Video besprochen wird. Ich möchte am Anfang ganz kurz das Ich-Sein und das Ich-Bewusstsein eines Kindes ansprechen, weil gerade diese Phase des Kindes eben extrem gestört wird, wenn es in einem narzisstischen Haushalt aufwächst. Diese Phase des Ich-Bewusstseins und des Ich-Seins ist dafür verantwortlich, ob wir uns später zum Beispiel in einer Gesellschaft wohlfühlen oder nicht, ob wir das Gefühl haben, dass wir dazugehören und ob wir auch das Gefühl haben, so wie ich bin, bin ich auch gut und ich finde auch überall auf der ganzen Welt meinen Platz und meinen Weg, weil ich einfach weiß, wer ich bin. Und gerade diese Phase des Kindes wird extrem gestört, wenn ich mit einem narzisstischen Elternteil aufwachse. Der nächste Punkt ist, dass ich mal ganz kurz bespreche, was in Wirklichkeit das Problem ist des Narzissmus, weil jeder Narzisst oder jede Narzisstin haben ja einen extremen Fokus auf die Außenwelt gerichtet, weil für den Narzissten ist die Außenwelt ganz wichtig. Und wenn ich natürlich mit so einem Elternteil groß werde, wachse ich auch genauso mit dieser Ideologie auf, dass alles, was außen ist, ist viel wichtiger als was in mir innen ist. Also meine Gefühle, wie ich mich fühle, sind nicht so wichtig, als wie ich rüberkomme in der Außenwelt. Und dann möchte ich eben die unterschiedlichen sechs Gesichter des mütterlichen Narzissmus besprechen und eben an jedem einzelnen Gesicht auch die Spätfolgen erklären, so dass du einerseits überhaupt erkennen kannst, okay, meine Mutter hat eher diese Didos gehabt in diese Richtung, also sie war zum Beispiel eine symptomatische narzisstische Mutter oder sie war eben eine leistungsnarzisstische Mutter und deswegen habe ich jetzt im Erwachsenenalter dieses und dieses Problem und glaube auch noch immer, das alles weitermachen zu müssen, denn wenn ich das nicht mache, bin ich eben nicht liebenswert. Und als letzter Teil, was ich besprechen möchte, ist eben dieser Drei-Schritte-Plan. Einerseits erkennen, okay, ich bin Tochter von einer narzisstischen Mutter. Dann eben das Anerkennen, das Akzeptieren. Ich akzeptiere das jetzt einfach so, dass es so war. Ja? Und dann eben die Heilung. Ja? Also ich löse mich von meinem alten Thema, von meiner Vergangenheit und gehe jetzt in die Heilung und kann mich sozusagen so entwickeln, wie ich es möchte. Ich kann mich überhaupt einmal selber kennenlernen und einmal entdecken, wer ich überhaupt selbst bin. Und wenn ich das dann entdecke, habe ich auch die Möglichkeit, endlich einmal einen Selbstwert zu entwickeln und auch unter anderem, und das wird unter anderem auch ein Punkt sein, die Schäden, die in meinem Gehirn angerichtet wurden, auch verbessern zu können. Weil das ist nämlich ein wesentlicher Punkt. Narzissmus verändert das Gehirn. Und wenn sich unser Gehirn verändert in den ersten 3 Jahren, hat es extreme Spätfolgen. Wir haben zum Beispiel nicht die Möglichkeit, zufrieden zu sein in unserem Leben, glücklich zu werden, von selbst Dopamin zu erzeugen und so weiter und so fort. Und das ist der Inhalt dieses Videos. Wie ich ja schon in vielen Videos erwähnt habe, ist es ausschlaggebend, welche Erfahrungen wir vor allem in den ersten paar Jahren machen. Also genau genommen in den ersten 3 Jahren, weil diese ersten 3 Jahre sind wesentlich für unser Ich-Bewusstsein verantwortlich. Was bedeutet das? Dieses Ich-Sein und dieses Ich-Bewusstsein entwickelt sich, indem wir Erfahrungen mit unserer Umwelt machen. Und wenn unsere Umwelt meint, dass das gut ist, was wir machen, kann sich unser Ich-Bewusstsein, unser Ich-Sein richtig entwickeln. Und diese Entwicklung entsteht nicht nur in unserer Seele oder in unserem Körper, sondern tatsächlich auch wirklich in unserem Gehirn, nämlich genau genommen im präfrontalen
Kortex und in der Amygdala. Weil in den ersten 3 Jahren entwickelt sich erst dieser Bereich in unserem Gehirn. Und da kommt es nämlich sehr darauf an, wie groß der wird. Also wenn wir in einer Umwelt oder in einer Familie groß werden, wo wir Menschen haben, die uns von klein an sozusagen konditionieren auf die Außenwelt, uns die ganze Zeit erzählen, wie wir sein müssen und erst wenn wir so sind, was die anderen vorgeben und erst dann sind wir gut, haben wir absolut eine Beeinträchtigung, was einerseits diese Entwicklung im Gehirn anbelangt, aber auch andererseits, was unser Ich-Bewusstsein anbelangt. Warum ist das so wichtig zu wissen? Weil nämlich in diesen ersten 2 bis 3 Jahren nämlich wir unser Selbstbewusstsein entwickeln. Und gerade das Selbstbewusstsein ist in den meisten Fällen, wenn wir Kinder von narzisstischen Eltern waren, sehr klein, dass wir eben dann in späterer Folge glauben, wenn ich so bin, wie ich bin, bin ich nicht gut. Ich muss so sein, wie mir vorgegeben wurde. Erst wenn ich so bin, dann bin ich gut. Und das ist das größte Problem. Und das hat eben etwas mit diesem Selbstwert zu tun. Wie ich schon in anderen Videos erzählt habe, lernt das Kind zum ersten Mal, wenn es zum Spiegel geht, dass es sieht, diese Person, die sie darin erkennen kann, ist es selbst. Und ab dem Moment, wo das Kind das sozusagen kneißt, ist dieses Ich-Bewusstsein entwickelt. Und diese ganze Phase bis dahin hat ja schon das Kind Erfahrungen gemacht. Und es kommt eben genau darauf an, welche Erfahrungen es gemacht hat. Was bedeutet das denn jetzt? Wenn ich mit einer narzisstischen Mutter groß wurde, dann ist das große Problem, dass die meisten narzisstischen Mütter auch kein Ich-Bewusstsein oder ein gesundes Ich-Sein entwickeln konnten. In den meisten Fällen natürlich auch schon als Kind, weil Narzissmus eine schwere transgenerationale Übertragung ist. Also Narzissmus verbreitet sich immer wieder. Einerseits in unserem Gehirn selber, also der Narzissmus zerstört unser Gehirn, verändert unser Gehirn. Man macht auch Narzissmus in späterer Folge dafür verantwortlich, dass irrsinnig viele Menschen deshalb unter anderem auch depressiv werden können, einfach nie zufrieden sein können oder nie glücklich werden können und sich tatsächlich die ganze Chemie in unserem Körper und in unserem Gehirn verändern kann, weil eben der Narzisst oder die Narzisstin extrem auf diese Außenwelt fokussiert ist. Und das ist ja auch logisch. Weil wenn wir uns selber als Kinder nicht entwickeln konnten, aus uns selber heraus und eben ein gesundes Ich-Bewusstsein entwickeln konnten, müssen wir ja uns auf die Außenwelt konzentrieren, weil wir ja irgendwo in dem Sein, so wie wir sind, bestätigt werden müssen. Wir brauchen ja eine Bestätigung, dass dann irgendwann einmal in späterer Folge einer sagt, ja, das, was du produzierst in deiner Arbeit, ist einfach super, ich freue mich, dass du so eine gute Arbeit leistest. Oder so wie du immer bist, bist du sehr nett, oder so wie du immer aussiehst, oder du bist eine gute Mutter. Also wir wollen immer bestätigt werden. Und wenn wir unser Inneres nicht entwickeln konnten, aus uns heraus, wird natürlich alles Äußere immer wichtiger, eben wegen dieser Bestätigung. Und wenn ich mit einer Mutter groß werde, die extrem fixiert ist auf die Außenwelt, wird sie mir natürlich tunlichst beibringen, unter anderem mich auch nach diesen Vorgaben zu richten, die sie vorgibt, wie wir in der Außenwelt zu sein haben. Und wenn ich mit solchen extremen Vorgaben groß werde, entsteht eine extreme Schädigung meiner eigenen Entwicklung. Und das ist die größte Problematik eigentlich der Menschen. Und deswegen haben die meisten Menschen auch keinen Selbstwert, weil sie von klein an konditioniert werden, dass das Außen wichtig ist. Und daher können sie dann auch in späterer Folge gar nicht mehr einschätzen, ob die Gefühle, die von ihnen herauskommen, die ja in Wirklichkeit uns sagen würden, ob das gut ist oder nicht, dass wir die gar nicht mehr wahrnehmen, weil wir uns das nicht trauen, weil wir so fixiert sind auf die Außenwelt. Also das wollte ich nur mal ganz kurz erklären. Also wenn euch diese Schäden in diesem präfrontalen Kortex oder in der Amygdala interessieren, kann ich gerne darüber ein Video machen, weil da hat man nämlich auch wirklich die Möglichkeit, indem man sich in späterer Folge nämlich entwickelt, sozusagen auch
diese Schäden zu bereinigen. Also das Gehirn kann sich immer wieder verändern. Ich meine, da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen darüber, aber man weiß einfach, dass alleine der Alpha-Zustand eines Gehirns sehr viel Heilung vollbringen kann. Ja? Und das war mir ganz wichtig, eben zu erklären, dass man das versteht, weil ganz viele Frauen und natürlich auch Männer halt immer wieder unter ihren beeinträchtigten Selbstwert zu leiden haben. Und sie versuchen alles Mögliche zu unternehmen, aber erkennen nicht, dass in Wirklichkeit, indem sie immer wieder weiter versuchen, so zu sein, wie es ihnen beigebracht wurde, also eben ein braves Mädchen, immer ordentlich zu sein, immer zu lächeln, immer höflich zu sein, eine Mutter, gute Mutter zu sein, dass das zwar sehr gute Eigenschaften sind, die in unserer Gesellschaft ja sehr hoch angeschrieben werden, aber im Prinzip ja gar nicht von ihnen herauskommt, sondern das wurde ihnen irgendwo vorgegeben oder vorgeschrieben. Und das ist das brutalste Erbe eigentlich von Narzissmus. Weil Mütter, die narzisstisch sind, das im Grunde ja selber auch schon als Kinder gelernt haben. Aber es kommt nicht nur darauf an, ob sie es als Kinder gelernt haben von ihren eigenen Müttern oder von ihren eigenen Vätern, sondern es kommt eben darauf an, wie stark in Wirklichkeit auch der Selbstwert meiner eigenen Mutter ist. Und der Selbstwert eines Narzissten ist in den meisten Fällen gar nicht vorhanden und deswegen müssen auch Narzisstinnen oder Narzissten oder deswegen legen sie auch so einen extremen Wert auf die Außenwelt, weil wir müssen ja alle in irgendeiner Art und Weise bestätigt werden. Das brauchen wir für unser Selbstbild. Und wenn ich immer nur bestätigt werde darin, so zu sein, wie ich glaube, sein zu müssen, ist das ja natürlich sehr anstrengend. Und andererseits, was passiert da im Grunde? Ich schneide mich immer von meinem Inneren ab. Und deswegen ist auch dieses Außen und dieses Innen und umgekehrt. Und der Narzisst ist im Grunde nicht mehr mit seinem Inneren verbunden. Er hat extreme Angst, unter anderem eben sich mit den eigenen Gefühlen zu konfrontieren. Und das ist ein weiteres Problem. Wenn meine Mutter eine Narzisstin ist, kann sie eben nicht mehr von ihren Gefühlen heraus agieren und beurteilen, was ein Kind benötigt, weil sie eben nicht mehr damit verbunden ist. Und meines Erachtens nach ist sie auch dadurch von ihren natürlichen mütterlichen Instinkten abgeschnitten. Also sie weiß gar nicht im Grunde, was ein Kind benötigt. Und wenn ich mit so einer Mutter groß werde, kann ich ja wieder nur ein Selbstbild entwickeln durch die Vorgabe, die sie mir einerseits vorlebt, aber andererseits mir auch die ganze Zeit suggeriert, wie ich zu sein habe. Und da entsteht dann eben ein falscher Selbstwert und deswegen versuchen wir permanent in der Außenwelt irgendwas zu erreichen, irgendwie auszusehen oder irgendwas Gutes zu machen, dass wir eben darin bestätigt werden, weil wir uns selber durch uns selbst, durch unser eigenes Inneres nicht bestätigen können. Weil wir glauben, das, was da drinnen ist, ist nicht gut. Weil wir uns immer wieder gesagt haben, wie wir sein müssen. Und bevor ich auf den Hauptteil zu sprechen komme, nämlich auf die unterschiedlichen Sexgesichter des mütterlichen Narzissmus, möchte ich noch eines erwähnen, was sehr wesentlich ist, nämlich das nächste Problem ist, dass halt natürlich gerade die Töchter sozusagen von narzisstischen Müttern als einen verlängerten Arm angesehen werden. Also man kann das richtig so sehen, dass die Töchter ein verlängerter Arm von der Mutter sind und am Ende dieses Arms bzw. in der Hand liegt ein Spiegel. Und sie sieht sich selbst immer wieder in ihrer Tochter. Und da ja für die narzisstische Mutter es irrsinnig wichtig ist, wie man in der Außenwelt rüberkommt, weil sie ja von ihren eigenen persönlichen abgeschnitten ist, von ihren Inneren, von ihren Gefühlen, von der Empathie. Weil es gibt Narzissten, die haben wirklich keine Gefühle mehr. Sie sind völlig abgeschnitten, weil sie auch teilweise Angst haben, da reinzuschauen. Und das ist so. Sie haben fürchterliche Angst, weil das kann natürlich auch große Gefahr bedeuten. Weil ihnen ja auch von Kleinern abtrainiert wurde, dass das in Ordnung ist, aus sich heraus zu handeln oder zu agieren oder aus sich heraus zu wachsen. Ja? Also sucht sie wiederum eine Bestätigung durch ihre Tochter. Und sie, die narzisstische Mutter hat ja ein fixes Weltbild, wie man als Frau zum Beispiel zu sein hat. Man hat schön zu sein, man hat fleißig zu sein, man hat immer zu lächeln, man muss sich immer benehmen, man muss immer tun. Also man muss immer etwas machen für das, dass man draußen Anerkennung bekommt. Und da sie davon selbst so überzeugt ist, wird sie natürlich ihre Tochter genauso auch auf dieses Sein konditionieren.
Und sie macht das so, indem sie, wenn die Tochter eben so reagiert auf die Mutter, dass für die Mutter selber in Ordnung ist, dann heißt sie das gut und macht aber die Tochter etwas, wo sie der Meinung ist, dass das nicht gut ist, dann wird sie das ignorieren oder wird sie darauf achten, dass die Tochter das nicht wiederholt. Und das ist das große Problem. Und das macht jetzt nicht die Mutter, weil sie so böse ist oder, ich meine, es gibt auch bösartigen Narzissmus natürlich, aber weil sie im Grunde es selber gar nicht weiß. Sie weiß eigentlich gar nicht, was Menschsein bedeuten kann. Sie hat nie diese Erfahrungen gemacht. Sie ist von sich selbst abgeschnitten. Es geht so weit, dass zum Beispiel ein bekannter Psychotherapeut ein sehr tolles, zwar ein sehr schwieriges, aber sehr ein tolles Buch rausgebracht hat, Die tote Mutter und ihr Kind. Also da beschreibt er eben diese toten Augen der extrem narzisstischen Mutter. Sie ist völlig abgeschnitten. Sie ist einfach nur da und versucht immer irgendwie in der Außenwelt etwas zu bewirken, aber sie ist innen, ist sie tot. Ja, da hat auch schon drüber Kohut geschrieben, den Eisenofenmenschen. Das ist das Gleiche, was er sagen will. Sie sind innerlich tot. Deswegen ist ja immer dieses Außen, Außen, Außen. Also sie haben gar keine Gefühle mehr. Sie haben keine Empathie, keine Instinkte. Und das ist eine Tragödie. Und das wird weitergegeben. Und es gibt eben Töchter, die dann zwar weiterhin noch genauso handeln und dann diesen eingebrochenen Selbstwert haben und ihr Leben lang glauben, dass sie nicht gut sind. Und da heißt aber alle Tage nicht, dass sie deswegen auch Narzisstinnen sind. Aber sie leiden fürchterlich, weil sie selber auch Angst haben, so zu werden, wer sie in Wirklichkeit sind. Weil ihnen von klein an beigebracht wurde, so wie du bist, ist es besser nicht zu sein, sondern sei doch so, wie ich glaube, dass es gut ist, dass du bist. Und deswegen haben wir auch immer Schuldgefühle. Wir glauben, wir sind nicht richtig. Wir glauben, wir sind nichts wert, wenn wir nicht tun, permanent etwas tun. Wir müssen immer leisten, wir müssen immer etwas darstellen. Und dadurch entsteht das. Und jetzt möchte ich zu dem Hauptteil des Videos kommen, nämlich auf die unterschiedlichen 6 Gesichter des mütterlichen Narzissmus. Bitte, es gibt noch mehrere Gesichter, aber ich habe mich für die 6 Kategorien entschieden, weil die einerseits sehr häufig vorkommen und man an diesen unterschiedlichen 6 Gesichtern aber auch die Spätfolgen sehr gut erkennen kann, unter denen dann eben die Töchter im Erwachsenenleben zu leiden haben. Und die 2 großen ersten Kategorien, das sind sozusagen so Überkategorien, ist einerseits die verschlingende narzisstische Mutter und die ignorierende narzisstische Mutter. Der Typus 1, die verschlingende narzisstische Mutter, das ist nämlich sehr interessant, bei ihr kommt nämlich in der Außenwelt wie eine Übermutter rüber. Also die Außenwelt hat den Eindruck, dass das eine tolle, tadellose Mutter ist, die sich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes um ihr Kind kümmert und natürlich auch sehr fördert. Und das ist nämlich der Punkt. Eine verschlingende narzisstische Mutter kontrolliert und dominiert absolut ihre Tochter, und zwar in allem. Und vor allem eine verschlingende Mutter nimmt enorm viel Platz im Leben ihrer Tochter ein. Also sie gibt vor, wie man zu sein hat, wie man auszusehen hat, wen man zu heiraten hat, mit wem man zu verkehren hat, wer gut ist, wer nicht gut ist. Das ist die klassische verschlingende Mutter. Und woran man sie zum Beispiel erkennen kann, und das wird dir vielleicht schon irgendwann einmal auch untergekommen sein, das sind die sogenannten Wir-Mütter. Daran erkennt man sehr gut diese verschlingenden Mütter, weil die sprechen nämlich immer im Wir. Ein Beispiel, woran kann man denn das recht gut erkennen? Die klassischen verschlingenden Mütter sind diejenigen, wenn man die zum Beispiel selber als Mutter auf dem Schulhof trifft und man wartet eben, bis die Kinderchen rauskommen, bis eben diese Schulglocke läutet, hat man ja in den meisten Fällen noch immer ein bisschen Zeit, so zu tratschen mit den anderen Müttern. Und wie das ja auch sehr oft vorkommt, vergleichen sich die Mütter untereinander, zum Beispiel über die Leistung ihrer Kinder. Und wir Mütter oder verschlingende Mütter sind immer diejenigen am Schulhof, die sofort wissen wollen, wenn es eine Schularbeit gegeben hat in den letzten paar Tagen, welche Note dein Kind bekommen hat. Und sie fragen nicht direkt, sag einmal, was hat denn der Toni, dein Sohn, für eine Note beim letzten Mathe-Test bekommen, sondern sie machen das auf eine sehr interessante Art und Weise. Sie sagen nämlich, wir haben vorgestern auf die Mathe-Schularbeit eine 1 bekommen. Also sie sprechen tatsächlich
von wir, also sie und ihr Kind. Sie ist nicht fähig zu sagen, ja, stell dir vor, die Sabine gestern hat die Schularbeit zurückbekommen, die hat einen Einser bekommen, ich freue mich riesig darüber, sondern wir haben vor 2 Tagen eine Eins bekommen. Und was hat der Toni bekommen? Also das sind typische verschlingende Mütter, die tatsächlich wirklich so weit gehen, unterbewusst und immer nur von wir sprechen. Wir gehen heute reiten. Oder wir gehen heute Handball spielen. Oder wir lernen für die Schularbeit. Also an diesem Wir kann man auch zum Teil schon erkennen, wie eigentlich der Blick der verschlingenden Mutter ist. Sie und ihre Tochter. Wir sind wir. Wir beide sind so gut. Wir beide sind so hübsch. Wir beide sind so artig. Wir beide bringen Leistung. Ja, bei uns ist es immer sauber. Wir achten auf die Sauberkeit in unserem Zimmer und so weiter und so fort. Klingt jetzt ein bisschen überspitzt, ist auch ein bisschen überspitzt dargestellt, aber daran erkennt man das recht gut. Also Mütter, die am Schulhof sofort immer über die Leistungen ihrer Kinder sprechen. Ein anderes Beispiel, woran man verschlingende Mütter recht gut erkennen kann, also verschlingende narzisstische Mütter, weil bei narzisstischen Müttern ist ja prinzipiell das Problem, dass sie sich ja nicht abgrenzen können. Sie wissen nicht mehr, wie weit man gehen kann. Also sie überschreiten jegliche Grenze. Ich hatte mal eine Mutter zu Gast, weil eben ihre Tochter bei meiner Tochter eingeladen war, eben bei so einem sogenannten Blähdate. Und wie das halt so ist, wenn die Kinder noch kleiner sind, kommen dann die Mütter und unterhalten sich eben mit der Muttergastgeberin. Und ich hatte in jedem Wohnzimmer mal früher ein Klavier stehen und das hat sie dann eben gesehen und hat dann sofort gemeint, wir spielen ja auch so gut Klavier und ist dann wirklich so weit gegangen, dass sie dann sozusagen ihr Kind genötigt hat, sich zu meinem Klavier hinzusetzen und mir zu zeigen, wie gut sie denn schon Klavier spielen kann. Das würde ich nie eine andere Mutter machen. Jeder Mutter wäre klar, dass das dem Kind natürlich furchtbar unangenehm wäre, so eine Situation. Aber die verschlingenden wir narzisstischen Mütter wollen permanent zeigen, wie toll ihre Töchter sind. Also das sind diejenigen, die die ganze Zeit ununterbrochen erzählen, wir, meine Tochter und ich, wir gehen heute wieder reiten und so weiter und so fort. Und jetzt möchte ich auf den zweiten großen Typus eingehen, nämlich auf die ignorierende narzisstische Mutter. Und die finde ich teilweise, diese Entwicklung, was die Töchter anbelangt, sehr tragisch, was das spätere Leben anbelangt. Und ich kann da selber davon ein recht langes und intensives Lied singen, weil ich bin selber mit einer ignorierenden narzisstischen Mutter groß geworden. Das sind Mütter, die einem zwar irgendwie akzeptieren, dass du da bist, aber sie signalisieren dir relativ schnell von klein an, dass du ja ihr keine Arbeit machen darfst. Du bist da, du hast zwar dein Zimmer, du darfst da aufwachsen, aber du darfst nicht laut sein, du darfst nicht auffallen, du darfst keinen Mist machen, du musst funktionieren und du musst vor allem leise sein und du musst hilfsbereit sein. Ja? Wenn sie dich braucht, dann hast du was zu machen, aber wenn sie dich nicht braucht, dann kannst du in dein Zimmer zurückgehen und es ist ganz wichtig, dass du da ganz lange in deinem Zimmer bist und leise bist. Ignorierende Mütter sind keine Übermütter oder keine, so wie die erste Mutter, die ich beschrieben habe, verschlingende Mütter, die die ganze Zeit mit dir prahlen und dich zum Teil fördern, sondern das sind welche, die dich wie in einem kleinen Kämmerchen neben sich her aufwachsen lassen. Also sie leben ihr Leben, ja, und du sollst sie tunlichst nicht dabei stören in ihrem Leben und du bekommst da irgendwo einen kleinen Platz, den bekommst du zugewiesen, aber es wird dir von klein an klar gemacht, dass du diesen Platz ja nicht verlassen sollst, außer sie gibt dir irgendwie ein Signal, dass du jetzt rausgehen darfst. Also das sind wirklich diese artigen Kinder, die neben ihren Müttern hergehen, immer lächeln, immer brav sind und ja nicht auffallen, weil sie eben keinen Platz haben dürfen, weil die Mutter so viel Platz benötigt und eben ihren Platz ausleben möchte. Also die braucht selber sehr viel Platz. Und das späte Erbe von Töchtern, von diesen ignorierenden Müttern ist teilweise sehr dramatisch, weil die Töchter glauben in späterer Folge, dass sie überhaupt nichts fordern dürfen. Ja? Dass sie sich immer zurücknehmen müssen, dass sie gar keinen Platz haben, dass sie sich für alles entschuldigen müssen, dass sie sich immer um alle anderen als erstes kümmern müssen und dann erst um sich selbst. Also das sind die, die sich selber immer zurücknehmen. Wenn irgendjemand was benötigt, dann hupfen sie sofort
auf, weil jemand anderer braucht Hilfe. Also bei mir ging es damals so weit, wo ich ein kleines Mädchen war oder auch eine Jugendliche war, dass ich, wenn ich mich mit jemandem anderen unterhalten habe, wirklich gefragt habe nach, weiß ich nicht, 3 Sekunden Gespräch, interessiert dich das überhaupt, was ich sage? Also ich habe mich richtig förmlich entschuldigt, dass ich mir kurz Zeit nehme, dass auch ich einmal spreche. Also ich war wirklich dieses Mädchen, was die ganze Zeit in der Schulklasse gesessen ist, die Lehrerin angeschaut hat mit so großen Augen, also bis ich dann eben zum Revoluzzer wurde und immer artig war. Und wenn ich geantwortet habe, dann ganz kurz und prägnant, weil ich sogar im Glauben war, dass ich nicht lange sprechen darf. Ich meine, das hole ich jetzt dafür nach. Aber es ging sogar so weit, dass ich mich im Gespräch zurückgenommen habe. Also wenn der andere nur schon den Ansatz oder den Anschein gemacht hat, er möchte oder sie möchte wieder das Wort ergreifen, habe ich sofort gesagt, ja, sprich du bitte. Also, und das hat sich durchs ganze Leben gezogen. Mach doch du, nimm doch du das große Tortenstück. Nein, nimm du das bequemere Bett in dem Hotel. Ich nehme das kleine. Nein, ich setze mich hinten ins Auto. Du nimm den bequemen Sitz vorne oder so. Jetzt nur als Beispiel. Und das sind die Spätfolgen von ignorierenden Müttern. Du hast keinen Platz. Du hast von klein an keinen Platz bekommen. Dich hat es nicht gegeben, weil die Mütter teilweise unter anderem Divas waren, die irrsinnig groß waren in der Außenwelt, so toll waren in der Außenwelt, so intelligent, so erfolgreich, dass diese kleine Tochter, ja, die ist zwar da, aber die hat eben eine Daseinsberechtigung. Und diese Frauen haben in späterer Folge auch absolut das Gefühl der Wertlosigkeit. Ich bin nichts wert, ich habe keinen Platz, ich bin niemand. Auf was bin ich auf dieser Welt? Meine Mutter war groß, aber ich kleines Wesen, bin klein. Ja? Eine nächste interessante Kategorie bzw. ein interessantes Gesicht von narzisstischen Müttern ist die psychosomatische narzisstische Mutter. Und die ist ja sicherlich schon irgendwann einmal im Laufe deines Lebens irgendwo untergekommen. Nämlich die psychosomatische narzisstische Mutter ist diejenige, die nämlich Krankheiten und Schmerzen benutzt, um andere Menschen zu manipulieren, ja, also auf die muss man immer Rücksicht nehmen, weil sie permanent irgendein Aua hat. Sie hat immer irgendwie eine Krankheit oder gerade Migräne oder sie ist schlecht drauf, sie fühlt sich nicht wohl, sei doch nicht so laut, du weißt doch, ich bekomme dann gleich Kopfweh oder spring doch nicht so wild herum, sonst hupfst du auf mein wehes linkes Bein oder lass mich bitte in deinem Wohnzimmer immer auf diesen Stuhl sitzen, weil du weißt ja, da hinten dieses Fenster erzeugt einen Zug und dann bekomme ich hinten gleich ein steifes Genick. Oder du weißt doch, dass wenn ich bei dir zu Besuch bin, dass ich in deinem Bett liegen muss, weil du hast die gute Matratze, weil wenn ich im Gästebett liege, dann bekomme ich ja gleich wieder mit meinen Bandscheiben Probleme und so weiter und so fort. Und das nimmt eine interessante eigene Dynamik, nämlich bei so psychosomatischen, narzisstischen Persönlichkeiten, nämlich dass auch der Partner, der Papi, der Vater hier in diesem Fall, dann auch permanent sagt zu den Kindern, du, jetzt sei doch leise oder seid doch leise, ihr wisst ja, die Mama, die bekommt gleich wieder Kopfweh. Also sie benutzt Krankheiten oder Schmerzen oder medizinische Symptome, um immer irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen, aber auch einen gewissen Platz sich sichert in der Familie. Und was lernen Kinder natürlich, wenn sie mit so einer psychosomatisch-narzisstischen Mutter groß werden? Dass sie enorm viel Rücksicht nehmen müssen. Ja? Also sie müssen, haben auch keinen Platz, so wie bei der ignorierenden Mutter, aber sie müssen ganz leise sein und sie müssen Rücksicht nehmen. Und die Mutter ist extrem arm, weil sie ja immer wieder krank ist. Sie hat immer irgendwie ein Unwohlfühlen, hat man früher gesagt. Ich fühle mich einfach nicht wohl. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ja? Oder solche Mütter muss man natürlich auch sehr bemuttern. Man muss sich immer wieder um die kümmern. Also die ganze Familie ist die ganze Zeit damit beschäftigt, dieser Mutter alles richtig zu machen. Oder das sind dann auch die Omis in späterer Folge, die zu Besuch kommen, die dann eben den extra Sessel brauchen und noch ein extra Polster brauchen und nur dort im Auto sitzen können. Und sie können nur, sind da eh keine Nüsse im Essen, weil sonst bekomme ich gleich meine Allergie. Und du weißt eh, dass ich jetzt nicht den Süden als Urlaub aushalte, ich möchte dorthin fahren, weil dann habe ich wieder dieses Leiden. Also es ist permanent ein Leiden. Das ganze Leben ist ein Leiden. Und das erzeugt auch sehr viel Leiden in der Familie, weil alle
inklusive Mann, natürlich Rücksicht nehmen muss. Jeder muss sich zurücknehmen. Und da entsteht dann das Problem, dass in späterer Folge die Töchter sich immer wieder Sorgen um ihre Mütter machen. Sie machen sich immer Sorgen, wie geht's meiner Mutter? Ich muss anrufen, ich muss fragen, wie es ihr geht. Hat sie eh ihre Kopfschmerztabletten genommen? Hatte sie heute wieder Schlafstörungen? Ja? Also die auch immer wieder miteinander telefonieren und wo die Mutter erzählt, wo sie beim Arzt war, was der Arzt alles gesagt hat. Und heute muss sie wieder das und diese Untersuchung machen und das und das und das, weil es geht ihr so schlecht und sie bräuchte in Wirklichkeit Unterstützung und sie ist so alleine und alles ist eine Tragödie in dem ganzen Leben. Und da entsteht sehr viel Schuld gegenüber der Mutter. Also man muss sich immer um sie kümmern und das ist natürlich auch ein sehr schweres Erbe. Die nächste, und die ist natürlich einer der bekanntesten, das ist die leistungsorientierte narzisstische Mutter. Also die wirklich immer nur darauf achtet, dass die Kinder Leistung bringen. Und bringen sie mal eine 4 oder eine 3, dann ist die Hölle los, ja. Und dann wird dann darauf geachtet und so lang trainiert, bis eine 1 wieder ins Haus flattert, ja. Oder das Kind muss immer hervorragende Leistungen im Sport bringen. Es muss überall besonders sein. Es muss immer etwas Tolles lernen. Also wenn das Kind in einen stinknormalen Ballettunterricht geht, dann wird schon die leistungsorientierte Mutter darüber träumen, ob mein Kind nicht doch die prima Ballerina wird in der Staatsoper oder so, ja. Also die hat kein normales Maß. Sie will immer, dass ihr Kind überall die Beste ist, ja. Und das ist die leistungsorientierte Mutter und das ist auch eine ziemliche Tragödie eben für Töchter, die mit leistungsorientierten narzisstischen Müttern aufwachsen, weil einerseits haben sie gelernt, sie werden nur wahrgenommen, wenn sie Leistung bringen, ja. Und solange sie Leistung bringen, sind sie liebenswert. Und wenn sie sich mal gehen lassen, sind sie eben nicht liebenswert. Und sie werden interessanterweise auch am Weg zur Leistung ignoriert. Also man wird auch nicht bei der leistungsorientierten narzisstischen Mutter dabei betreut. Also die übt dann nicht mit dir Balletttanzen zu Hause, wenn du prima Ballerina werden sollst in der Staatsoper in Wien, sondern die missachtet dich sogar währenddessen du fleißig übst. Also sie signalisierte die ganze Zeit eine Doppelbotschaft. Also du musst leisten, wirst aber ignoriert während der Vorbereitung, während du eben dann deine Höchstleistung bringst. Und wenn du dann die Höchstleistung erbracht hast, dann bekommst du das Lob und dann konzentrieren wir uns aber auf die nächste Höchstleistung. Also das sind diese gedrillten Kinder, wo es nur um Leistung, 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 Leistung geht. Und das ist natürlich extrem schädigend, weil diese Töchter und natürlich auch die Söhne, aber auch Töchter lernen einfach, ich muss immer tun. Und wenn ich tue, muss ich es perfekt machen. Ja? Da entsteht dann der Perfektionismus. Also wenn ich ausgehe, muss ich von oben bis unten perfekt ausschauen. Wenn ich einen Job mache, muss ich die höchste Position erreichen. Wenn ich einen Mann heirate, da muss der auch irgendetwas sein, weil ich kann ja nicht einen normalen Mann heiraten. Also der muss auch Leistung erbringen. Das sind dann diese Leistungsperformen, High-Performance-People. Ja, und das ist dann sehr oft aber auch eine Dramaturgie, weil diese Frauen natürlich irgendwann einmal merken, dass sie extrem ausgebauert sind und Angst haben, dann eben sich mal fallen zu lassen, gehen zu lassen, zu entspannen, einmal eben nicht Leistung zu erbringen. Und das Problem ist, wenn ich natürlich auf Leistung konditioniert wurde, schüttet das natürlich in dem Moment, wenn ich eben die Spitze meiner Leistung erbracht habe, enormes Dopamin aus. Also wir lernen eigentlich dann auch nur durch Leistung mehr zufrieden und glücklich zu sein, weil wenn wir nichts tun, können wir nicht glücklich sein, weil da tut sich ja auch gar nichts in der Chemie in meinem Körper. Und das ist eine Dramaturgie. Deswegen haben irrsinnig viele Menschen eben das Problem, von so hochdotierten, leistungsorientierten Berufen auszusteigen, weil sie woanders sozusagen keine Zufriedenheit mehr entwickeln können, weil sie schon merken, dass wenn ich jetzt erfolgreich bin in meinem Beruf, gibt mir das auch einen gewissen Kick, macht mich das aber auch zufrieden, aber habe ich die Spitze erreicht, muss ich schon wieder das nächste Ziel erreichen. Und dass natürlich diese Menschen irgendwann einmal völlig ausgebrannt sind
und in Wirklichkeit auch innerlich merken, dass das Wahnsinn ist, was sie da machen und das irrsinnig schädigend ist für sie selbst und sie selbst eigentlich auf der Strecke bleiben, aber halt extrem von klein an konditioniert wurden, ja, und dann richtig besessen werden, weil das eben so zufrieden macht und eben auch anerkannt wird dann eben von der Mutter, ne? Also die Mutter sagt noch immer, ja, meine Tochter, die Chefärztin im Universitätsspital, bla bla bla. Ist jetzt nur ein Beispiel und nichts gegen Ärzte, ja? Aber das ist eben, wenn ich das dann nicht mehr bin, wer bin ich denn da, ne? Weil das ist eben diese, und da ist das irrsinnige Problem dann, wenn diese Menschen zum Beispiel beruflich sich umorientieren wollen und dann wirklich einmal ihren Herzensweg gehen wollen und sagen, okay, ich möchte jetzt Malerin werden, Fotografin oder keine Ahnung, irgendwas anderes, ja, oder Tierpflegerin oder Schusterin oder Bäckerin, dass sie dann im Grunde, obwohl sie das gerne machen möchten, weil sie ja zu Hause schon immer gerne backen oder sonst was, dann sich dadurch dann doch im Grunde nicht dazu entscheiden können, weil das eben nicht, wo ist denn da die Leistung? Da sieht ja keiner von außen, was ich vollbringe. Also diese gesellschaftliche Anerkennung wird hier halt auch sehr konditioniert. Und das ist auch eine gewisse Tragödie. Und da ist es ganz wichtig, einfach auch zu lernen, und das ist ein längerer Prozess, eben mal nichts zu tun. Und das ist die Schwierigkeit, eben mal nichts zu bringen, einmal nichts mehr zu leisten, einmal sich nur noch hinzusetzen und zu sagen, was mache ich da eigentlich? Für wen mache ich das eigentlich? Mache ich das für mich oder mache ich das eigentlich noch immer für meine Mutter, weil ich in dieser Falle drinnen stecke, wenn ich nicht leiste und nicht performe, naja, was bleibt denn da übrig? Und das ist das Problem. Und jetzt kommen wir schon zu der vorletzten narzisstischen Mutter beziehungsweise zum vorletzten narzisstischen Gesicht einer Mutter, nämlich die öffentliche Personenmutter. Und die ist recht gemein, weil die öffentliche Personenmutter weiß im Grunde offensichtlich sehr genau, was eine gute Mutter ausmachen würde. Und diese gute Mutter ist sie aber nur, wenn sie mit dem Kind beziehungsweise mit der Tochter sich auch in der Öffentlichkeit befindet. Und ab dem Moment, wo sie mit der Tochter alleine zu Hause ist, lässt sie sie im Grunde auch links liegen. Und das geht teilweise sogar bis zur Verwahrlosung, also bis zum völligen Ignorieren auch. Also diese Frauen, ab dem Moment, wo sie mit ihren Töchtern unterwegs sind, kommen irrsinnig liebevoll rüber, streichen ihren Töchtern durchs Haar, wenn sie vom Schulhof sie abholen, fragen sie sie liebevoll, wie es ihr gegangen ist heute während dem Schultag, ob alles in Ordnung war. Und ab dem Moment, wo sie zum Beispiel dann im Auto schon sitzen, ändert sich die Mutter völlig. Und das ist natürlich eine enorme Unsicherheit für die Tochter, weil es geht dann nämlich so weit, dass die Tochter, auch wenn sie mit der Mutter sich in der Öffentlichkeit befindet, sich gar nicht mehr traut, ausgelassen zu sein, weil sie immer und ewig Angst hat, dass sich dieses Gesicht plötzlich verändern kann. Also das ist eine Frau, die schlagartig ihr Gesicht verändern kann, aber meistens dann ihr Gesicht verändert ab dem Moment, wo sie mit ihrem Kind alleine ist. Also wenn sie bei der Freundin mit ihrer Tochter zusammen war und mit der ihrer Tochter, war sie total nett und höflich zu beiden Kindern, zu ihrer Tochter und zu dem anderen Kind. Und ab dem Moment, wo sie mit dem Kind dann alleine ist, ist sie extrem grausam. Sie sagt dem Kind fürchterliche Dinge hinein, sagt die ganze Zeit, wie schlecht sie ist, wie böse sie nicht ist, wie viel Platz sie nicht einnimmt, was sie nicht alles schlecht macht. Und wenn sie zu Hause ist, dann soll sie auch auf jeden Fall immer nur Ruhe geben, soll nicht viel fordern, weil sie will jetzt eine Ruhe haben und vorm TV sitzen und jetzt die Beine ausstrecken. Meine ich jetzt nicht böse, das machen natürlich Mütter, aber es ist eben so das Extrem. Diese Frauen spielen eine Mutterrolle. Und das Interessante ist, dass das so weit geht, dass sie das sogar vor dem eigenen Vater, also vor dem eigenen Ehemann, vor dem Vater der Tochter spielen. Also ab dem Moment, wo der Mann das Haus verlässt, ja, husch, ist die Mutti beim TV, macht den Film an oder Telesoap oder was auch immer, was man sich da so anschauen mag, und ignoriert das Kind und macht vielleicht gerade das Notwendigste. Aber ab dem Moment, wo der Mann nach Hause kommt, ist sie auf einmal total engagiert, schaut plötzlich mit der Tochter ein Bilderbuch an, kümmert sich, geht in die Küche, macht sauber, etc., etc. Ja? Also sie spielt richtig eine Rolle, auch teilweise eine Ehefrau-Rolle. Und das ist natürlich irrsinnig für das Kind irritierend, weil das Kind lernt dadurch auch in der Öffentlichkeit, in späterer Folge sich völlig unsicher zu fühlen, weil sie noch immer irgendwie
im Hinterkopf hat, wenn ich mich jetzt so auffällig benehme, wer weiß, ob sich da das Gesicht der Mutter nicht schlagartig ändern könnte. Und das ist, finde ich, eine sehr bösartige Form, weil man kann sich das natürlich vorstellen, wenn man sich in dieses Kind hineinversetzt, wie es diesen Töchterchen denn so gehen mag. Ne? Das ist eine vollkommene Unsicherheit. Es weiß im Grunde nicht, wie es sein soll, dass einmal die Mutti lieb ist oder was es im Grunde falsch macht, dass die Mutti plötzlich ihr Gesicht ändert. Also diese Persönlichkeitsentwicklung wird sehr auf unsicheren Beinen stehen. Also die Persönlichkeit wird immer sehr leicht ins Wackeln kommen, wird immer sehr unsicher sein. Habe ich mich jetzt wieder falsch verhalten, weil dann ändert sich das Gesicht meiner Mutter. Und das Problem ist bei der öffentlichen Personamutter, wenn man eben eine Tochter von ihr war, ist, wenn man sich in späterer Folge dann sozusagen mal outen möchte und sagt, ja, meine Mutter war bei Gott nicht immer so, wie du sie gesehen hast. Nämlich ab dem Moment, wo wir zu Hause waren, war die irrsinnig grausam zu mir. Und das glaubt ja dann keiner. Und das ist das Extreme. Das ist dieses extreme öffentliche Personagesicht, was natürlich nicht nur bei der narzisstischen Mutter gibt. Das glaubt keiner. Sie kann sich so verstellen, dass die ganze Außenwelt, sogar die nähere Verwandtschaft, dir keiner glaubt, dass diese Mutter sich ab dem Moment, wo ihr alleine wart, völlig verändert hat und dass sie bei Gott nicht nett zu dir war. Und das kommt nämlich sehr oft vor. Und genau an diesem letzten Teil wirst du das vielleicht daran erkennen, dass wenn du dann eben irgendwann einmal das erzählst, na geh, das kann doch nicht sein. Jedes Mal, wenn ich bei dir zu Besuch war, war die doch so lieb zu dir. Die hat sich doch immer so um uns gekümmert. Die hat doch immer dann diesen Kuchen uns gebracht oder den Orangensaft gebracht. Das kann doch nicht sein, dass wenn ich nicht da war, dass ihr dann gar kein Essen mehr gegeben hat. Oh ja, das kann sehr wohl sein. Und das ist, ich finde, sehr tragisch. Also die öffentliche Personamutter ist eine enorme Dramaturgie in unserer Gesellschaft, weil das kommt nämlich sehr, sehr, sehr oft vor. Und zu guter Letzt gibt es noch die extravagante, extravertierte Mutter. Das ist die, die immer Aufmerksamkeit braucht, von jedem und von allem. Sie ist wichtig, sie muss im Mittelpunkt sein, sie ist vielleicht womöglich auch eine Diva, sie ist ganz was Besonderes, sie hat ganz besondere Fähigkeiten, sie hat in der Vergangenheit irgendwann einmal irgendwo eine kleine Rolle gespielt oder irgendwann einmal war sie vielleicht sogar Opernsängerin oder irgendwo hat sie mal einen ganz tollen Mann gekannt, der jetzt ganz besonders berühmt ist. Und irgendein Verwandter vor 50 Generationen war irgendein ganz ein großer Feldherr in der Geschichte oder irgendeiner war Politiker oder eben vor 3 Generationen, wenn nicht durch einen Krieg ihrer Ursprungsfamilie alles weggenommen worden wäre, dann wäre sie jetzt besonders reich. Also sie ist erstens mal ganz was Besonderes, ja, weil irgendwann in der Vergangenheit irgendwas Aufregendes mit ihr passiert ist, was in den meisten Fällen in Wirklichkeit gar nicht stimmt, teilweise wirklich Fantasterei ist der Mutter. Aber andererseits, sie muss auffallen, sie ist wichtig, sie muss bewundert werden. Und was passiert natürlich mit Töchtern, die neben so einer extravaganten Mutter aufwachsen? Du darfst natürlich nicht besonders groß werden, du musst klein bleiben. Das ist ein großes Problem. Also du darfst nie annähernd etwas erreichen, du darfst nie annähernd so attraktiv werden wie sie. Ja? Also sie wird darauf achten, dass du immer irgendwie so ein bisschen ein Schatten neben ihr bist. Und wenn du kaum etwas erreichst, wird das sofort niedergemacht, weil sie ja etwas ganz Besonderes ist. Und das wird immer überall, wo man mit dieser extravaganten Mutter konfrontiert wird, wird man das immer wieder hören, wie toll sie nicht ist. Und da kann man sich natürlich auch die Spätfolgen für die Töchter narzisstischer Mütter bzw. der extravaganten Mütter ausrechnen, nämlich dass die Töchter immer wieder den Glauben von sich haben, nicht auffallen zu dürfen. Sie müssen klein bleiben, sie dürfen nicht erfolgreich werden, sie können ja gar nichts Besonderes, sie sind nicht attraktiv, sie können gerade froh sein, wenn sie irgendwo unterkommen und sie haben überhaupt Glück gehabt in ihrem Leben, dass wenn sie einen Mann überhaupt gefunden haben und was für ein Glück, dass du überhaupt fähig warst, ein Kind zu bekommen und was für ein Glück, dass das nicht völlig bescheuert ist, dieses Kind, weil sie ist ja so besonders toll. Ja? Also du musst immer klein und unauffällig bleiben. Und das hast du so in dir drinnen, weil du
von klein an gelernt hast, dass sie diese große Diva ist. Und das geht dann aber auch so weit, dass die Töchter dann, das passiert nämlich sehr oft auch bei Vätern, dass diese Töchter das dann auch weiterleben und enorm diese Mütter verherrlichen. Also man hört dann von den Töchtern auch permanent, was für einen tollen Urlaub gerade ihre Mutter macht oder was sich gerade für ein tolles Auto ihre Mutter gekauft hat oder in was für einem tollen Haus denn gerade nicht ihre Mutter lebt, ja, und so weiter und so fort oder was nicht für tolle Ärzte ihre Mutter besucht und also alles ist bei dieser Mutter toll und wenn man dann die Mutter sieht, ist man dann teilweise ein bisschen enttäuscht, weil man sich wirklich eine Hollywood-Diva erwartet hat, dabei findet man eine ganz normale Frau, aber diese Frau hat es eben zusammengebracht, durch ihre imposanten Geschichten extrem ihre Persönlichkeit aufzubludern. Ja? Und was jetzt ganz wichtig ist, am Ende zu erkennen, wenn ich von mir selber das Gefühl habe, dass ich mich immer wieder wertlos fühle oder ich nur den Eindruck habe, dass ich geschätzt werde, weil ich das tue, was ich tue und nicht, weil ich das bin, was ich bin, ja, und in Wirklichkeit gar keinen Selbstwert habe oder ich auch nicht weiß, wer ich bin, dass unter anderem eben ein Familienmitglied daran beteiligt ist, welches mir von klein an suggeriert hat, dass so wie ich bin, bin ich nicht gut. Aber ich selbst in Wirklichkeit gut bin, nur ich mich selbst nicht entwickeln konnte. Und das sind immer die Narben oder die Spätfolgen im Grunde von Narzissmus, in dem ein Familienmitglied, hier in dem Fall, in diesem Video, die narzisstische Mutter, mir von klein an beigebracht hat, eben so zu sein, wie sie gemeint hat, wie ich sein soll. Und dadurch ich mich nicht entwickeln konnte. Und das ist ganz wichtig, mal das zu erkennen, dass ich selber gut bin, nur ich mich eben nicht so entwickeln konnte, dass ich von mir überzeugt bin, dass ich gut bin. Weil meine Mutter eben narzisstische Züge hatte. Ja, das zu erkennen, eben zu erkennen, nein, ich muss mich nicht um meine Mutter immer kümmern, weil sie wieder neue Wehwehchen hat, ich habe ein Recht auf mein eigenes Leben. Auch mir geht es mal schlecht, aber lustigerweise, wenn es mir schlecht geht, interessiert sich meine psychosomatische, narzisstische Mutter einen Dinnef darum. Das ist nicht wichtig, wenn ich eine Krankheit habe. Wenn es ihr schlecht geht, muss ich mich um sie kümmern. Das ist ganz wichtig zu erkennen. Aber ich darf auch einen Platz mal haben in der Familie. Nicht nur meine Mutter hat einen Platz und wenn ich ein Problem habe, dann haben sich auch mal die anderen um mich zu kümmern und wenn sie das nicht tun, dann ist im Grunde irgendwas in diesem Familiensystem nicht richtig. Eben das mal zu erkennen, welche Defizite habe ich? Wie ist denn das entstanden, mein inneres Gefühl? Wie ist denn das Selbstbild von mir selbst entstanden? Also das liegt nicht an uns selbst, das liegt daran, in welcher Umgebung ich im Grunde aufgewachsen bin, weil die Umgebung ist dafür verantwortlich, ob wir Selbstbewusstsein entwickelt haben oder nicht. Und der nächste Schritt, und das ist der schwierige Schritt, das zu akzeptieren, dass die Mutter halt so ist, wie sie ist. Wenn sie eine Diva sein will, soll sie eine Diva sein. Ja? Wenn sie eine ignorierende Mutter ist, soll sie ignorierend sein. Aber ich bin jetzt erwachsen und im Grunde hat das nichts mehr mit mir zu tun. Und ich muss kein Schuldgefühl haben, weil ich mich jetzt nicht wieder um sie kümmere oder eben diese divahafte Tour mitmache oder eben auch dieses öffentliche Personaspiel. Das machen richtig ganze Familien mit. Ja? Sie sind in der Außenwelt und spielen Happy Family und ich muss da mitmachen. Aber ich habe ein Recht dazu zu sagen, na, ich habe keinen Bock mehr damit zu machen, weil das Lug und Trug ist. Das entspricht nicht den Tatsachen. Zu Hause seid ihr ganz anders und ich habe keinen Bock mehr, da mitzumachen, weil solange ich da mitmache, verkaufe ich meine eigene Person. Das ist nicht richtig. Das ist nicht wahr. Das stimmt nicht. Das ist ein Spiel, ein Persona-Spiel. Und das zu akzeptieren, und das dauert eine gewisse Zeit, weil schon dieses Entdecken, ja, dass mir das widerfahren ist, kann ja Jahre dauern, bis man da drauf kommt, hoppla, was ist denn da eigentlich gelaufen? Ich bin mein Leben lang missbraucht worden, manipuliert worden. Ich wurde konditioniert zu irgendeinem leistungsorientierten Mädchen. Ich muss immer schön sein, ich muss immer leisten. Ich tue die ganze Zeit, warum mache ich das überhaupt? Will ich das aus mir heraus? Oder wurde mir das so vorgegeben?
Also eben zu erkennen und das dann zu akzeptieren und nicht hinzugehen und zu diskutieren und kannst du nicht einmal mich lieb haben und kannst du mich dann nicht so akzeptieren, kannst du nicht auch mal meine Kinder akzeptieren, kannst du meinen Mann nicht auch mal akzeptieren, bla 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 bla. Akzeptieren, ja, sie ist so. Natürlich kann man ihr sagen, du, das war nicht nett, was da mir alles widerfahren ist mit dir zusammen, wo wir immer unterwegs waren oder wie du dich mir gegenüber benommen hast. Natürlich kann man das sagen. Man kann auch wütend sein, aggressiv sein, man kann streiten, man kann reinschreien ins Telefon. Aber es führt zu nichts. Wenn sich nichts verändert, muss man es akzeptieren und dann in die Heilung gehen. Dann eben diese Ich-Persönlichkeit entwickeln. Dann eben schauen, dass man wieder das Gehirn beruhigt, dass man immer wieder sich sagt, ich bin gut und ich gehe jetzt meinen Weg und ich bin überzeugt davon, dass ich das schaffe. Und ich darf auch mit 50 meinen Beruf wechseln, ja, weil ich muss jetzt nicht mehr die super erfolgreiche Lady runtermachen, weil ich in Wirklichkeit mich schon seit 10 Jahren für Pferde interessiere und in Wirklichkeit da jetzt am Pferdehof sein möchte in Niedertupfing und im Grunde macht mir das Spaß und ich mache euch das jetzt nicht mehr runter. Das ist dann die Heilung und eben dazu zu stehen und nicht in dieses Wackeln zu kommen. Und man wird immer wieder ins Wackeln zu kommen, weil ja dann alle sagen, na wie kannst du denn nur dich um Pferde kümmern oder wie kannst du denn nur, weiß ich nicht, eine um die Welt fahren wollen mit dem Motorrad oder in einen Wohnwagen leben wollen oder was auch immer. Das ist egal, was die sagen. Wichtig ist, dass du dich entwickeln kannst und auf das kommt es drauf an. Und das ist dann der Schritt der Heilung, auf das zu pfeifen und auszusteigen, wenn einem das nicht gut tut und endlich das eigene Leben leben, was man leben möchte. Unabhängig von den anderen, weil erst dann kann sich das Innere entwickeln und erst dann können wir überhaupt feststellen, wer wir sind, was wir wollen und uns selber endlich mal wertschätzen, überhaupt mal draufkommen, dass wir was können. Ja, dann kommen wir auf einmal drauf, na hoppla, ich kann ja reden oder hoppla, ich kann ja malen oder hoppla, ich bin ja da und da gut, obwohl meine Mutter immer gesagt hat, nee, da bist du ganz schlecht. Oder ich kann ja in Wirklichkeit Gitarre spielen, obwohl die immer gesagt hat, ich bin völlig unmusikalisch. Erst dann, wenn wir versuchen, endlich das zu werden oder auszuleben, was wir schon immer wollen, können wir ja erst durch die Handlungen eben Selbstbewusstsein entwickeln. Und dann verändert sich auch das Gehirn, meines Erachtens nach. Ja? Und das wären eben diese 3 Schritte. Erkennen, akzeptieren, Heilung. Ich hoffe, dass auch dieses Video für dich eine Hilfe war. Du kannst mir wie immer helfen bzw. mich unterstützen, indem du mir einen Daumen hoch gibst, meinen Kanal abonnierst, ganz viele Kommentare hinterlässt und wenn du Lust und Laune hast, auch noch schaust unten in der Videobeschreibung, welche Links sich da befinden und dann einfach draufklicken. An dieser Stelle möchte ich mich recht herzlich bei dir bedanken für das lange Zusehen und Zuhören. Alles Liebe, Bette Anthony.